Und deswegen auch, liebe Geschwister, müsst ihr euch auch, yani allgemein als Rat, nicht in die Irre, yani leiten lassen, wenn die Menschen euch immer so Angst einjagen mit dem Wort Dschihad. Dschihad. Ja, oh, Dschihad. Voll schlimm. Dschihad ist gar nichts. Und wenn du auch mit einem diskutierst, auch wenn es ein Lehrer ist, Chef oder was auch immer, auch alle, ein Polizist ist, ja, oder ein Häusler, egal wer das ist, musst keine Angst haben. Nicht zu lügen. Nee, wir haben, Dschihad ist nur Anstrengung und Dschihad. Nein, nein, nein. Aber bring ihm logische Beweise einfach. Sag ihm, was denn bei dir Bundeswehr? Was für dich NATO, ein NATO-Einsatz, was ist das für dich? Das sind noch Menschen, die sind am Kämpfen mit Waffen, oder? Und töten. Ja, das Gleiche gibt es bei uns auch. Im Islam heißt es nur nicht NATO, BND, keine Ahnung, KSK und so weiter, sondern heißt Dschihad. Was ist das? Das ist das Gleiche ungefähr, das ist Bundeswehr. Wie die Bundeswehr, die haben Bundeswehr auf Deutsch, das ist Bundeswehr, bei uns heißt es Dschihad. Der Unterschied ist was? Die einen kämpfen für Ungerechtigkeit, die einen gerecht für die Gerechtigkeit. Die einen kämpfen für den Satan, töten Frauen und Kinder und dann sagen die, wir haben uns bei der afghanischen Regierung entschuldigt. Entschuldigt? Du hast Menschen getötet, Frauen und Kinder getötet und dann entschuldigst du dich? Wo, in welchem Film, in welchem Zirkus läuft überhaupt so eine Sache? Wo gibt es überhaupt solche Gesetze auf dieser Erde? Und wenn ein Muslim eine Fliege tötet, ist er der Top-Terrorist auf dieser Erde. Eine Fliege. Eine Katze tötet, dann steht die ganze Welt auf und alle wollen angreifen und keine Ahnung, was passiert. Wenn es ein Muslim macht. Und bei den Ungläubigen, ja, wir haben uns entschuldigt. Oder wir geben ein bisschen Geld. Geld? Du hast meine Tochter getötet und dann gibst du mir Geld? Hast du meine Tochter im Supermarkt gefunden zum Kaufen, damit du mir dafür Geld gibst? Ja? Deswegen, wir müssen uns nicht in die Ecke drängen lassen und die Wahrheit verstecken. Nein, das ist die Wahrheit. Ja, es gibt Dschihad, natürlich gibt es Dschihad. Ihr greift uns an, dann verteidigen wir uns. So, das ist das Logischste, das machen die Tiere sogar. Dafür brauche ich auch nicht mal ein Mensch zu sein, Verstand zu haben. Ja? Die ungerechten Menschen, ungerechten Völker, die gehen nach Afghanistan zum Beispiel oder Palästina und töten. Damit die dort die Religion und den Koran bekämpfen, damit die dort Demokratie haben. Ja, keine islamischen die Gesetze von Allah, sondern die Gesetze von Menschen, von Satan. Wie ihr es momentan auch seht, da werden Kinder vergewaltigt. Von wem? Von den höchsten und besten Menschen von ihnen. Von den Priestern und so. Was machen die? Hey, da passiert gar nichts. Subhanallah, diese Menschen, wohin gehören die? Normalerweise, so nach der Logik eigentlich, wenn ihr das nicht hinkriegt, die richtig zu bestrafen, ist mir egal, ob das Priester oder was auch immer das sein soll, dieser Typ, ist mir egal, wer das ist, Priester, Präsident, Papst, egal wer das ist. Wenn einer Kinder vergewaltigt ist, ein Pädophil ist, der muss dafür bestraft werden. Und die islamische Strafe dafür ist Todesstrafe. So, dann kannst du ihn nicht mehr auf die Straße lassen. Und ihr seht, wie hier, dass ja nur alle diese Täter, das sind alles Wiederholungstäter. Er vergewaltigt Kinder oder Frauen, kommt wieder raus, vergewaltigt wieder, kommt wieder raus. Warum? Weil das ein Menschengesetze sind. Guck mal, in Amerika, die haben über 5000 Fälle von Kindesmissbrauch an den Kirchen. Was haben die gemacht? Die haben jeder Familie 1,3 Millionen oder Dollar gegeben. Und was haben die mit den Priestern gemacht? Das habe ich bei Spiegel gelesen. Das ist nicht von mir, sondern das sind eure Nachrichten, eure jüdischen Netzwerke und amerikanischen Netzwerke. Ihr sagt das selbst. Ja? Die haben den Geld gegeben. Hey, du hast mein Kind vergewaltigt und dann gibst du mir Geld? Das gibt es nicht, subhanallah. Ich will gar kein Geld. Du hast mein Kind getötet, du hast mein Kind vergewaltigt, du hast ihm sein Leben kaputt gemacht. Seine Psyche ist kaputt. So, das kann man nicht so. Was haben die mit den Priestern gemacht? Könnt ihr selber lesen im Internet. Die haben einfach einen Priester von A nach B, von New York nach Washington, von Washington einfach versetzt. Der hat hier seinen Unfug getrieben, Kinder vergewaltigt, Pädophil, dann versetzen ihn in eine andere Kirche, damit er dort Kinder vergewaltigt. Subhanallah. Hey, diese Menschen, das geht einfach nicht. Du kannst nicht einfach Kinder vergewaltigen und weil du ein Priester bist, dann entschuldige ich das. Oder es verjährt. Es verjährt? So, es verjährt nicht, subhanallah. Aber da seht ihr, das sind Menschengesetze. Diese Menschen normalerweise, weil die das mit ihren Gesetzen, weil mit diesen satanischen Gesetzen oder schlechten Gesetzen, die haben, subhanallah. Weil die das nicht hinkriegen, normalerweise müsste man diese Priester und egal wer das sowas macht, in ein Flugzeug packen, ab nach Mekka oder nach Kandahar oder Kabul und dann islamisch werden die bestraft. Das kann man nicht so entschuldigen, subhanallah. Die werden entschuldigt, ja, wir haben uns entschuldigt oder Geld geben oder von A nach B verlegen, subhanallah. Was ist das für eine Gerechtigkeit?
Wo leben wir überhaupt? Wenn ich das als normaler Mensch mache, kriege ich 10 Jahre Gefängnis. Oder ein Jahr. Ist ja nicht so schlimm, diese Sache bei denen. Ja, meistens kriegt man nicht so harte Strafen. Kriegst du eher harte Strafen, wenn du Steuern hinterziehst. Aber richtig. Weil Geld ist bei denen number one. Auf jeden Fall, ja, das ist die Wahrheit, liebe Schwester. Ja, Subhanallah, wo leben wir? Nein, nein, okay, inshallah, machen wir noch ganz kurz weiter und zu Ende, inshallah. Und wie gesagt, ich inshallah nehme die Verantwortung für all das, was ich hier und überall gesagt habe und sage. Warum lachst du? Inshallah wird das ja alles aufgenommen und die Heuchler haben leider auch eine schlechte Karte gezogen, weil die heucheln umsonst. Weil das, was wir sagen, das, was wir glauben, das sagen wir ja. Und wir nehmen das selbst auf, wir stellen selbst ins Internet. Ja, das heißt, wir machen alles publik, woran wir glauben und was wir sagen, weil wir denken, dass es die Wahrheit ist und gerecht ist. Egal, ob wir danach Strafe bekommen oder nicht bekommen. Egal, was danach passiert. Ja? Deswegen, der heuchelt, der kommt in die Moschee, schreibt sich ein paar Sachen oder merkt sich oder nimmt was auf, dann geht er zur Behörde, bekommt da ein paar kleine Scheine dafür oder einen Stempel, dass er in diesem schönen Land bleiben darf hier. Das ist umsonst gemacht. Du hast deine Religion und dein Paradies umsonst verkauft für die Hölle. Weil wir sagen alles, wir machen das selbstmöglich, die brauchst du gar nicht. Die können das von uns aus direkt bekommen. Und wenn die bei uns anrufen, inshallah, wenn wir das aufgenommen haben, können wir denen das direkt per E-Mail und einer Datei zuschicken. Ist gar kein Problem. Weil wir verschicken nicht bestimmte Sachen und wir rufen auch nicht dazu auf, ungerecht zu handeln oder schlechte Sachen zu tun.